Guten Morgen, ihr Lieben. So, wir sind schon im Auto. Ihr habt das ja gestern in dem Vlog schon gesehen gehabt, dass wir aus dem Auto Tschüss gesagt haben. Ja, wir sind... Warum? Wir sind jetzt gerade auf dem Weg und zwar zum Tattoo-Studio. Der Tobi wird heute tätowiert. Der bekommt einen sehr lang erwünschten, gewünschten Traum. Nee, genau, doch, aber also ich hab eine kleine Liste und in dieser kleinen Liste habe ich zum Beispiel eingetragen, dass meine weiteren Tattoos die folgen. Unter anderem war ein kleiner Punkt davon Sternzeichen. Und mein Sternzeichen ist Löwe. Ich habe bald Geburtstag und das ist so mein eigenes kleines Geburtstagsgeschenk. Und ja, mehr verrate ich eigentlich auch nicht. Wohin es kommt, verraten wir noch nicht oder Tobi noch nicht. Genau, und schreibt mal bitte unten in die Kommentare, ob ihr auch ein Tattoo mit eurem Sternzeichen habt. Ja, Maren hat voll erwischt. Maren hat heute Nacht. Darf ich das sagen? Was denn? Maren hat heute Nacht so geschwitzt. Ja. Das die ist heute Morgen aufgewacht, ne? Boah, die tat mir richtig leid, weil ich ganz genau wusste, was sie durchgemacht hat. Also irgendwie, das ging gestern Abend schon los auf dem Konzert, bloß da habe ich mir gedacht, ne, ey, das lässt auf gar keinen Fall zu. Ja, und dann, und heute Nacht war das dann so Katastrophe, echt, ey. Heute Nacht ging richtig los mit Halsschmerzen und alles, aber ja, ich habe bis jetzt noch nichts genommen außer Tee trinken. Ich muss gleich eh mal zur Apotheke, weil ich eine Zinksalbe mir kaufen möchte und ja. Genau, so sieht's aus. Jetzt fahren wir zum Tattoo-Studio. Und übrigens fahren wir zu der lieben Mac. Die hat mir mein Tattoo damals gemacht. Und zwar Selfmade. Und die hat's echt drauf. Und deswegen habe ich gesagt, komm, wenn wir noch eben in Berlin sind, frage ich sie, ob sie Zeit hat. Und sie hat tatsächlich Zeit gefunden heute an dem Datum. Und ja, da fahren wir jetzt hin. Wir sind jetzt bei der lieben Mac. Und das Schöne ist... Kommt's gleich an, ne? Die GEMA kackt uns gleich. Aber das ist ein perfektes... Soll ich einfach so laut sprechen? Ja, aber... Aber das Gute ist, es ist ein schönes Zeichen, weil es ist unser Lied und du machst dir das Tattoo hier. Das ist ein gutes Zeichen. Was ich geil fand, ist, Ed Sheeran hat einfach gestern ein Deutschland-Trikot angezogen. Ja, das war so geil. Also, darunter ist jetzt schon mal... Das Tattoo. Erst an sich, also genau, also das aufgeklebte, wie nennt man das quasi, die Vorlage. Ja. Blaupause, genau. Und ich würde sagen, wir filmen jetzt mal, wie der Tobi gequält wird und dann sehen wir das Endergebnis. Ist hier das Mädchen? Nein. Nee. Oh. Nicht. Wir sind krank. Ja, und wer steht jetzt mit dir hier? Ich hab einen Diener. Jetzt tut Tobi so, als ob es voll easy ist, hat aber ein Taschentuch in der Hand. Das ist nur für den Schweiß. Nee, ist, drin, ist nur für die Tränen. Das ist ein Ventilator an, genau, auf die richtige Tobi. Wollte ich gerade sagen. Nee, tut gar nicht weh, alles super. Ich weiß ganz genau, dass ihr jetzt gerade wieder in die Tastatur hämmert, so vom Wegen, Tobias. Man sieht dein Gesicht verziehen. Funktionieren würde. Was? Ich weiß, wie man den Schmerz stillen kann. Wie denn? Kennst du nicht den Punkt, wenn du dich quasi falsch rum über den Stuhl lehnst und du quetschst quasi so deinen Arm ab und dann läuft so das Blut dran und dann wird er so taub? Kennst du nee, ich weiß nicht, was du mal so machst. Habt ihr es jetzt gesehen? Hast du gefilmt? Ja, aber man hat es nicht gesehen. Man hat es nicht gesehen. Hm. Leute, wisst ihr was? Ich zeig's auch jetzt noch nicht, weil das ist jetzt gerade unter Folie. Und dann würde wirklich die Schönheit, danke Maren fürs Reinreden, dann würde die Schönheit des Tattoos jetzt gerade nicht so richtig rüberkommen, wie es eigentlich gerade wirklich ist. Wie gesagt, Folie, ne, und eingecremt. Egal. Oh, mega. Es ist so fett. Ja, Maren blutet. Und zwar hat sie ihr Selfmade nachgestochen bekommen. Was Maren ja vor 6 Jahren hat machen lassen. Naja, ist klar. Maren und Zeit. Passt im ersten Sinne nicht zusammen, dass sie in die Bückliche sind. Und so zweitens denkt sie immer, das ist schon hunderte Jahre her. Ja, und wir suchen jetzt gerade erstmal kurz einen Bankautomaten. Ja, und dann geht es eigentlich noch gleich kurz ins Management. Ja. Und dann nach Russ. Ja. So sieht es aus. Bis gleich. Wir haben gerade was da gegessen und zwar ein neuer Shiso-Burger aufgemacht hier in der Kantstraße 5. Wir sind hier, glaube ich, irgendwo Charlottenburg-Friedrichshain, irgendwo so ein Ding, keine Ahnung. Ich kann mich hier zu wenig aus. Das ist Maha. Guck mal, ich komm
Wahnsinn. Ja, das Auto ist groß, ne? Rusch Auto. Und eigentlich suchen wir noch einen Späti, damit wir noch was zu trinken holen. Ach, scheiße, hast du ja noch gar nicht gezeigt, stimmt? Hab ich ja noch gar nicht. Hier machen wir einen Schnitt. Wieso? Sollen wir es zeigen? Ja, klar. Ja, okay, soll ich dein Tattoo zeigen? Ja, ich würde es zeigen. Schaut her. Erst die Bedeutung. Die Bedeutung ist, es ist mein Sternzeichen. Und das hat Mac gezaubert. Alter, das sieht so geil aus. Warte mal, du musst so ein bisschen... ich wollte gerade sagen, halt mal die Hand. Warte, so. Ja, jetzt siehst du es. Geil. Warte, halt's mal so. Ja, so ist gut. Perfekt. Guckt euch das mal bitte an. Ey, wie geil sieht das aus. Ist jetzt gerade mit dem Licht so ein bisschen blöd. Weil genau, weil du es eingecremt hast, dieser Lichtstrahl... Seht ihr das auch auf der anderen Seite? Ich geh mal ganz nah ran. Das ist so krass. Das ist so nice. Und vor allem, eigentlich war der erst ohne Schattierung hier an der Seite. Und jetzt hat sie doch ein bisschen Schattierung reingemacht auf Wunsch von Tobi. Dieser Löwe, ein Traum. Wirklich, das ist ein so schönes Tattoo. Richtig, richtig geil. Ich bin so zufrieden damit. Und das ist so schön, weil von vorne siehst du die eine Seite, die geometrische Seite. Die perfekt halt hiermit passt. Genau, deswegen da die Verbindung hin. Und hier haben wir einfach den anderen Stil. Und zwar trifft es dann hier oben das Kreuz. Genau, also ja. Tobi hat eigentlich geplant, den ganzen Arm voll zu machen. Von diesem geometrischen in diesen realistischen Stil. Genau. Wie so eine, also kann man sagen, wie eine Wendetreppe praktisch hoch. Genau. Ne? So in der Art. Richtig, richtig cool. Also mega geil. Ich liebe es. Ich finde es auch der Hammer. So, und wisst ihr, was die Maren jetzt macht? Die Maren hat sich neben Grippostat... gerade eben und neben einer Tattoo-Creme. Letzte Ziele. Bitte wählen Sie eine Zeilennummer oder sagen Sie weiter. 6. Zinkpaste. Nummer 6 übernommen. Zinkpaste. Bitte 2 Kilometer der Straße folgen. Ja, sorry. Ich habe Zinkpaste gekauft für meine Unreinheiten, die leider jetzt mittlerweile sogar schon hier runtergehen. Die trage ich jetzt auf und werde die jetzt auch drauf lassen für ein paar Minütchen und werde sie sogar vielleicht die ganze Zeit drauf lassen. Mal gucken, ich habe noch nie mit Zinkpaste gearbeitet. Bestimmt werdet ihr mir jetzt, wenn ich den Vlog unter den Kommentaren, werden bestimmt Kommentare sein, so von wegen, Scheiße Maren, du darfst es gar nicht so lange da drauf lassen, nur 5 Minuten oder so. Ich lasse es jetzt einfach 5 Stunden drauf. Da haben die hier keinen Späti? Was denn los hier? Nee, aber eine Spieloase. Nee, das ist nicht. Doch, gleich kommt irgendwo ein Späti. Bestimmt. Da, Spätkauf. Geil. Mit Parkplatz. Läuft. Weißt du, wo wir mal rein müssen, Schatz? In Späti. In diesen Dennis-Laden. Ja, genau, diesen Bio. Das ist ein richtig geiler Laden. Da gibt es richtig gute Sachen. So, Leute, ich glaube, ich saß noch nie so im Auto. Das war kein Spaß. Leute. Ich glaube, ich bin noch nie, nein, ich bin wirklich noch nie so Auto gefahren. Jeder, der mich jetzt anguckt, wenn ich dann so rauswinke, wird sich erstmal erschrecken. Hi, E-Beams, 1 Maren und Tobi Boah, fährt. Maren, Alter, nach einem Jahr, wo es wirklich im Trend war, bist du jetzt auf einmal... Hast du den Kommentar gelesen? Ja, fand ich sehr lustig von dir. Leute schreiben, unter mein Instagram-Bild hat ein Mädel geschrieben, so... Wow, nach einem Jahr... Nein, Unterschrift vom Bild war wie? Achso, E-Beams 1 Maren. Einfach nur so. Und dann hat ein Mädel so geschrieben, wow, nach einem Jahr, wo es schon fast, also wo dieser Trend schon wieder vorbei ist, kommt Maren mit E-Beams um die Ecke. Und ich denke mir so, ja, ich laufe halt nicht mit dem Trend, ne? Ich mache das dann, wenn ich Bock habe. Und wenn das halt gerade Trend ist, muss ich es nicht machen. Neuer Trend, Maske im Auto. Genau, ich bin Trendsetter. Weil es so viele... Waschbecken und sowas gleich gibt, die wir ansteuern können. Nee, ich lasse die jetzt drauf. 5 Stunden. Ah ja, und du bleibst auch nur 5 Stunden wach? Safe. Ich schwöre, in 2 Stunden pennt sie und sie schmiert es sich an Autos. Nein, bist du bescheuert? Wollen wir die Wette eingehen? Nee, geh jetzt weg. Wisst ihr, was ich gleich mache, um wach zu bleiben? Fortnite zocken. Ich sehe so aus, als hätte ich so richtige dicke Backen. Sieht voll süß aus. Sieht aus wie so eine dicke Wolke. So. Ja, auf jeden Fall. Kann ich euch nur sagen, ach Mann, ey, was will das Ding immer von mir? Oh, Stress nicht!
ich, okay, scheiß drauf, was ist hier jetzt los? Okay, egal, ich muss noch ein Netzwerk suchen, aber hier werde ich gleich Fortnite zocken. Und mein Tattoo ist wieder schön dunkel. Voll schön. Yay! Schönen guten Tag, wir sind jetzt wieder zu Hause und gleich ruft auch schon der Nikolaus, du bist noch sehr weiß. Du, guck mal in den Spiegel, bitte. Guck dir das bitte an. Ja, das ist Maren. So ist die Auto gefahren, so hat sie gerade eben Blitzer fotokassiert. Nee. So bist du auch. So habe ich kein Blitzerfoto kassiert. Aber so bist du in die Tanke gegangen, hast eine Mannerschnitte gekauft. Nicht dein Ernst. Doch, genau so. Was Alter, ist das gedacht? Peinlich, Mann. Was hat die sich wohl gedacht? Die hat sich gedacht, du bist mit der Zahnbürste abgerutscht und hast dir die Zahnpasta auf die Augenbrauen geschmiert. So, ne? Ich hab das. Schreibt bitte in die Kommentare, ob es euch auch schon mal passiert ist. Ich find's saulustig. Peinlich, ich habe überhaupt nicht mehr darüber nachgedacht. An die Dame an der Tankstelle. Ja, das ist meine Frau. Das ist meine Frau. Das ist meine Frau. So, jetzt kriegen die Katzen was zu essen.